Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Seven Days to Die im Voucher und unserem nackten Nameless. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir gehen vorholen unsere Sachen. Am besten ganz schnell, bevor das Kunde mich entdeckt. Den habe ich gar nicht gesehen. Komm, fahrt's weg. Wir gehen vorholen unsere Sachen, dann verlassen wir den Ort der Schande. Den Tod von gestern, den schütteln wir ab. Was mir auch aufgefallen ist, aber leider erst nach der Folge. Wir hatten noch jede Menge Munition, und zwar panzerbrechende Munition. Ich habe die nur vergessen, dass ich die habe. Ich hätte einfach nur bei meinen Waffen umschalten müssen. So, meine Lieben, alles raus. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Da sind wir einigermaßen sicher. Ziehen uns an und dann gehen wir einfach los. Ihr denkt dran, wir haben zwei Händler im Gebiet, wo wir jetzt hingehen. Zwei Händler, da schauen wir erstmal nach Munition. Morgen ist Händler-Reset. Wenn wir Glück haben, hat einer der Händler das Motorrad, dann haben wir ein Ziel, ne? So, pass auf, ich ziehe das erstmal an, reparieren tun wir es dann später. Jetzt gucken wir, dass wir loskommen. Einmal alles angezogen. Sehr schön, das kann raus, weil ich will die gelben Säcke noch geschwind looten. Das kann ebenfalls raus. Die Lampen, Alter, da habt ihr Lampen gebaut. Ach ja, war das herrlich. Aber ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Es war ja auch verdammt eng. Es ist ja nicht so, dass es gar keinen Sinn gehabt hat, ne? So, meine Lieben, dann bauen wir uns einen Gebietsschutzblock. Ich würde sagen, zwei Stück. Einen für unten, einen für oben. Dann haben wir die Geschichte. Ja, hier liegt die Munition, ne? Gestern habe ich dann gedacht, ich habe keine mehr. Ja, es gibt Schlimmeres. Es war auf jeden Fall eine lustige Runde. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Und darum geht's ja. Ich glaube, der Generator ist noch an. Den sollte man vielleicht kurz ausmachen. Hier, guck mal, da haben sie sich tatsächlich... Ich dachte ja, klar, sie kommen nicht hoch, aber dass sie draufschlagen, so weit habe ich dann nicht mehr gedacht. Ich habe das Gefühl gehabt, wir sind super immun. Guck mal hier auch, ne? Absolut gut gebaut. Was liegt denn hier? Ah ja, klar, klar, das habe ich gerade rausgeschmissen. Hallo, mein Freund, schön, dass es dich noch gibt. Habe ich für dich noch Munition gehabt eigentlich? 130. Ja, mit ein bisschen, aber ich bin halt mal, wie ich bin, ne? Ich bin ja kein Profizocker. Sonst hätte ich gestern wahrscheinlich das schon retten können. So, pass auf. Erstmal schalte ich es aus. Können wir gleich probieren. Hier, bupp. Ich hätte sogar gewusst, wie ich die Munition wechsle. Aber nee. Den baue ich jetzt dann ab, sobald der Gebietsschutzblock durch ist. Der müsste eigentlich schon da sein. Erster ist fertig. Sehr geil. Wenn ich den jetzt hier hinsetze. Das Benzin kann ich nicht absaugen, oder? Alter, ich bin geschwind erschrocken hier wegen dir. Super, super Knecht. Okay, mal so, weiter geht's. Oh, schön. Ja, ich sag dir das. Aber es war lustig. Nächstes Mal machen wir das wieder so, wie sie es gehört. Ja, ich stelle mich irgendwo hoch und guck, dass wir uns ein schönes Gebäude schnappen. Lesen. Töte ein paar Krankenschwester-Zombies, nehmen wir mit. Schatzkarte. Lesen. Akzeptieren. Bämsle. Jetzt gehen wir hier nochmal ran. Die Motoren habe ich rausgeholt. Das heißt, den Generator will ich ja mitnehmen. Fupp. Ja, wir nehmen alles mit, ne? Die Lampen, unsere Fallen, die nehme ich natürlich auch mit. Es kann natürlich jetzt sein, dass wir die hätten reparieren müssen. Ja, die hätten wir reparieren müssen. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich die mitbekomme. Was brauche ich denn zum Reparieren von diesen? Halt nicht, so machst du kaputt. So rum. Ach, herrlich. Schön war es trotzdem und vor allem halt auch geil, dass es funktioniert mit den Fallen. Wir werden in der nächsten Horde Nacht uns ein Gebäude suchen. Seid ihr da? Und dann werden wir uns dann die Fallen da auch integrieren, ne? Da gucken wir, dass wir einen kleinen Parcours oder so aufbauen. So, das habe ich alles. Dann hatten wir normalerweise noch eine Lampe. Irgendwie habe ich aber gerade das Gefühl, dass diese Lampe... Eine ist kaputt gegangen, glaube ich, ne? Gut, das brauchen wir jetzt hier nicht. Das kann man so lassen. Dann gehen wir mal eins weiter. Schauen wir mal hier rein. Ein bisschen Munition ist drin. Ich muss halt noch Zeug... Guck mal, eine Leiter braucht man nicht unbedingt aufheben. Weiter geht's. Was haben wir hier noch? Kohle und gar nicht wenig Kohle. Ne? Das Bier können sie behalten, das brauchen wir jetzt nicht, auch wenn wir was verdient hätten. Hier ist eine der Lampen. Zack. Fupp die. Ja, ich muss kurz ein bisschen was farmen für die Stachelfallen, sage ich schon, für die Elektrofanses hier. Ne? Ah ne, guck mal. Ich muss nur Platz schaffen, dann passt es. Hau das Papier raus, wir werden demnächst immer Papier farmen gehen. Ja, da brauche ich diese Parts. Welche brauche ich da? Die Elektroparts, ne? Die habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Was hauen wir denn raus? Dann gehe ich das kurz farmen, das Zeug. Komm mal her. Lumli 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 lum. La da di da 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 dum. Oh ja, da muss ich auch noch sauber machen. Gehen wir erstmal hier reingucken. Alles klar. Ich werfe rüber die Mod, die will ich ja behalten. Ich werfe rüber den Generator. Der gehört natürlich auch fest zu uns. Die zwei Motoren sind klar. Die Klingenfalle kann hier rauf snappen. Ah ja, komm, wir müssen ja sowieso auch was frühstücken. Machen wir den hier.
Ja, jetzt richten wir uns zusammen, dann mache ich einen kurzen Blender, bis ich oben alles zusammengerichtet habe. Und dann fahren wir gemeinsam ins Biom rüber. Und dann sind wir da, wo wir hingehören. Ein bisschen Kohle haben wir, vielleicht kaufe ich dem noch Muni raus. Die Fans ist davon darüber, das können wir scrappen. Ein bisschen was zu verkaufen haben wir auch noch. Ja, passt doch. Wie viele Plätze habe ich denn jetzt hier noch? Komm mal, die machen wir jetzt ausnahmsweise mal so weg. Normal verkaufe ich das Zeug lieber, weil EP kriegen wir ja schon genug. Jetzt habe ich tatsächlich meinen ersten Tod hinter mir. Aber wir haben uns ganz gut gehalten, finde ich. Also es hätte knapper werden können. Das muss ich jetzt farmen, habe ich gesagt. Gell? Dann machen wir das mal so, das machen wir so. Und ich brauche die Dingsbums. Elektro, Elektro, Elektro. Habe ich hier schon alle Lampen eigentlich abgebaut? Weiß man das? Komm, wir gucken mal geschwind. Da oben ist noch eine. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche. Ich farme jetzt mal, was ich kann. Nee, so nicht. So nicht, Alter. Mach das wieder herkömmlich. Nehme ich. Wo haben wir jetzt Kohl von denen? Zwei, eine. Ich will jetzt halt vermeiden, dass sie mich nochmal cashen. So. Obwohl, ich habe ja jetzt ein bisschen Munition. Hab ich schon wieder vergessen. Guck mal, hier hängen zwei Außenbeleuchtungen. Die können wir uns schnappen. Das müsste eigentlich reichen. Dann reparieren wir kurz die Fences, packen sie ein, dann fahren wir hoch. Dann muss ich mal gucken, dass ich hier was. Übrigens, jetzt kommen wir ja auch ins praktisch unsere Biomreise Nummer 1 ist abgeschlossen. Wir kommen jetzt hoch und dann bin ich mal gespannt, was ich da eingelagert habe das letzte Mal. Das habe ich nämlich schon wieder vergessen. So, wie viele Reparaturkits habe ich denn noch? 14. Ja, dann macht doch jemand den kompletten Reparierer von deinem ganzen Zeug. Warteschleife ist voll. Schon recht. Schon recht. Ja, aber es hat Spaß gemacht und das ist ja das Wichtige. Hier habe ich, glaube ich, auch noch Zeug drin. Fahrrad ist leer, dann brauche ich hier einen Platz fürs Fahrrad. Ah ja, was bauen wir denn raus? Die da, die sind recht schnell nachgebaut. Eigentlich hätte ich das Wasser rausmachen können, aber ist ja wurscht. So, dich nehme ich jetzt mit, mein Stück. Du kommst auch gleich rüber. Ja, ich muss jetzt gucken, wir müssen einiges da lassen halt, ne? Das kommt erstmal rüber. Ich glaube... Lass mich mal schauen, lass mich mal schauen. Ja, jetzt gehen wir nochmal da rein. Ich muss ja noch ein bisschen hin und her räumen. Den haben wir durchgeschaut hier, ne? Ja, da war das Bier drin. So, dann reparieren wir das gute Stück. Jetzt fehlen wieder Barren. Ich habe doch Barren gehabt, gerade ganz viele. Kurzer Moment. Ich nehme an, dass ich die hier reingeschmissen habe. Dann machen wir das rüber. Die Tür, die bleibt da. Die brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir auch nicht. Zack, nur noch rum. Ja, ich nehme an, dass wir bis zum Mittag dort sind. Ich muss halt oben tatsächlich noch ein ganz kleines bisschen jetzt gucken, was ich mache. So, was haben wir denn noch? Eine Lampe habe ich abgebaut, die andere finde ich im Moment nicht. Ich nehme an, die haben sie mir dann zertrümmert hier. Den muss ich auch noch. Schön, dass man das wieder mitnehmen kann. Alles klar, meiner Meinung nach haben wir jetzt hier alles. Der Rest bleibt stehen. Der Gebietsschutzblock ist wurscht. Den baue ich nachher oben hin, wenn ich das Lagerfeuer nochmal angehe. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich oben beim Händler. So in den letzten Gruschelzügen, dass wir loskommen. Ne? Bis gleich. Ich bin fast aufbruchbereit. Ich schaue mal ganz kurz durch, ob ich alles habe soweit. Die zwei Mods lasse ich hier. Eine davon haben wir schon verbaut. Die andere, die brauche ich nicht unbedingt. Hier haben wir einiges, was wir da lassen müssen. Hauptsächlich so Rohmaterialien. Ich überlege gerade, wenn ich das noch mitkriegen würde hier. Das wäre natürlich nicht schlecht. Die Verbände lasse ich hier, die Kohle lasse ich hier. Da kommen wir jetzt in ein Gebiet. Wir haben ja eine Kohlemine vor Ort gehabt, ne? Wenn wir was brauchen. Ansonsten nehme ich die Sachen mit, die ich weiterverarbeitet habe. Hier laufen noch die Patronenhülsen durch. Die lasse ich jetzt auch einfach durchlaufen. Wir kommen ja irgendwann wieder hierher. Dann haben wir die schon mal wieder vorrätig. Hinten ist leer. Da oben sollte eigentlich auch leer sein. Okay. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich alles zusammen. Jetzt gehen wir mal kurz gucken, wie wir uns da verteilen. Und dann fahren wir einfach los. Hier ist das Ding, den Gebietsschutzblock, den brauche ich nicht abbauen. Jetzt gucken wir mal hier kurz rein, dass ich auch wirklich alles habe. Also unser Lagerfeuerzeugs haben wir hier. Dann haben wir unsere drei Inlays, wie ich immer sage, für die Schmelze. Die haben wir hier. Alles dabei. Wir haben alles dabei, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Dann würde ich einfach sagen, wir hauen ab, weil gegessen, getrunken haben wir. Dann hauen wir einfach ab, Leute. Beziehungsweise, warte mal geschwind. Wenn ich das noch mache, dann haben wir tatsächlich nämlich jetzt hier ein bisschen Luft. Klebeband und geschmiedetes Eisen. Dann mache ich hier mal noch 16 Stück. Dann haben wir hier einmal Platz. Der fliegt jetzt raus. Den können wir nachfarmen. Munition kann ich noch kurz checken. Der Händler hatte noch irgendwas. Wie viel Knete habe ich denn insgesamt? 3. Hey, wenn der jetzt das Motorrad hat, der Händler, morgen. Aber ich darf nicht, ich darf mich nicht von heute leiten lassen, ne? Wenn wir gleich in der Wüste sind. Darf ich dein Inventar sehen?
Du darfst. Also, Munition. Lass mich mal kurz durchgucken, ob ich da... Die könnte ich mal holen. Die kostet mich 1400. Weil was anderes hatte die ja auch gar nicht mehr hier, ne? Und dann haben wir noch ein bisschen Geld übrig, wenn wir hintere kommen zum Kollege. Komm, wir hauen ab. Wir hauen ab, lass mich mal kurz die Reiseroute planen. Wir fahren jetzt hier durch die Siedlungen durch. Dann haben wir hier die Wüste, da waren unsere zwei Händler, die Siedlung. Ja, wir können hier gleich in die Wüste rüberfahren jetzt. Und dann schauen wir mal, ob unterhalb unseres Händlers, ne, was waren hier? Guck mal, da ist auch noch eine Lootstelle. Vielleicht fahren wir da noch hin. Ich weiß nämlich nicht, ob wir die schon haben. Wir fahren jetzt hier hoch zu uns. So machen wir das. Dann sehen wir ein bisschen Neuland. Und mit etwas Glück vielleicht noch eine Siedlung unterhalb vom Händler. Und da machen wir dann unsere Horde nach die nächste. So, komm. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht so viel Zeugs da, wo ich schade finde, dass ich es da lassen muss. Machen wir hier zu. Mofa ist da. Fahrrad habe ich eingepackt. Reiseroute würde ich sagen erstmal in die Wüste. Schneller Wegpunkt. Dann hauen wir ab. Ich hole euch dazu, wenn wir am Übergang zur Wüste sind. Ne? Das Gebiet kennen wir ja jetzt schon. Bis gleich. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Staffel ist auf jeden Fall das Nomadenleben und damit gehört auch der Biomwechsel dazu. Deswegen hole ich euch schon mal rein. Wir fahren nämlich jetzt erstmals zurück in die Wüste, wo wir hergekommen sind. Hier fing alles an. Ich bin gleich mal direkt gespannt. Wir haben zwar diesen Schutzmantel an. Ich gucke mal nach einer sicheren Stelle und dann werde ich erstmal mein ganzes Zeug reparieren. Weil, wenn die Klamotten durch sind, bieten sie wahrscheinlich auch keinen Schutz mehr. So, wir sind da. Wir sind da. Wo habe ich denn noch zu reparieren? Lass mich mal ganz kurz durchgucken. Den hier können wir von mir aus Moment mal, wieso klappt denn das nicht? Wieso klappt denn das nicht? Wahrscheinlich liegt es jetzt auf dem anderen Knopf, ne? Beziehungsweise ich kann es gar nicht. Ich muss es hier rübernehmen und dann kann ich es reparieren. Die Handschuhe machen wir auch gleich. Hat das direkt wieder angezogen? Alles klar. Dann machen wir die hier. Dann machen wir die Geschichte gleich ganz. Die Boots machen wir gleich ganz. Somit sind wir einigermaßen aufrepariert wieder, oder? Was ich jetzt natürlich nicht weiß, habe ich meine eine Brille mit? Ich glaube, ne? Waffentechnisch, das gruscheln wir jetzt alles durch. Jetzt sind wir erstmal wieder ganz. Lass uns auf die Map gucken, wo sind wir denn überhaupt? Hier ist dann praktisch diese Siedlung. Die will ich aber nicht unbedingt. Ich mache den Marker mal hier hin. Ah, jetzt genießen wir erstmal, dass wir hier sind. Im Moment sehe ich noch keine Anzeichen von Schwitzen oder von Überhitzung. Das ist gut. Wir können natürlich auch... Wir können natürlich auch, wenn wir jetzt hier hinfahren. Jetzt machen wir mal. Das ist der Ausläufer der Siedlung, die uns praktisch hier in beide Richtungen... Ne, die will ich dann nicht nehmen. Könnten wir aber, ne? Wir könnten jetzt hier diese Siedlung... Wir fahren sie einfach mal ab. Da, wenn jetzt ein super geiles Gebäude wäre oder so, können wir jederzeit hin. Ist Wüste. Grüß Göttle. Ist das eine Rampe? Ah, ich freue mich schon tierisch, dass wir jetzt hier sind. Ah, herrlich. Mal ein bisschen Licht da wieder, ne? Und vor allem hier, wenn du durch die Wüste fährst, ist es nicht ganz so schlimm im Hängenbleiben. Wollen wir hier lang fahren? Hier lang und dann irgendwann hochbiegen, oder? Ja, jetzt schauen wir mal. Den Geier, den lasse ich jetzt mal einfach da rumfliegen. Der stört mich jetzt im Moment nicht so. Schöne Geschichte. Meine Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder am roten Punkt, den ich markiert habe. Und dann fahren wir mal hoch zu der Lootstelle, ob da noch was drin ist. Dann schauen wir bei den Händlern nach Munition. Und positionieren uns und dann gehen wir irgendwo unser Gebäude suchen für heute Nacht. So machen wir das. Bis gleich. Ich glaube, da kommt ein Wohnwagenpark. Sieht ja auch ziemlich cool aus hier. Ne? Ist eine kleine Minisiedlung, aber irgendwie von der Anordnung jetzt ein bisschen anders. Es wirkt total wie was ganz Neues, was ich noch nie gesehen habe. Guck mal. Trailerpark, oder? Auch ziemlich cool, finde ich. Guck mal, mit Basketballding. Sehr, sehr stark. Ah, ich dachte, ich hole mich mal dazu. Immer wenn ich was sehe, was ich so noch nicht gesehen habe. Was haben wir denn da hinten? Da sind wir schon mal vorbeigekommen, oder? Nee, aber das Gebäude haben wir schon mal gesehen. Das haben wir schon mal gesehen hier mit den Autos umrandet. Auch absolut göttlich. Sieht richtig gut aus. Ziemlich cool, finde ich. So, wie fahren wir denn weiter? Ich würde sagen, ab jetzt hoch zum Lootpoint, oder? Und dann hole ich euch da wieder dazu, wenn ich da angekommen bin. Ich fahre querfeld ein. Geht schneller. Sprit haben wir genug. Reparaturkits haben wir auch genug. Und da vorne kommt eine Straße. Sehr schön. Dann führt die uns direkt zum Schotter. Bis gleich. Der Kreis schließt sich so langsam. Schaut auf die Map. Bup. Und dann sind wir schon bei Händler Nummer 1 gleich. So muss es sein. Es ist mittlerweile 14:30 Uhr, aber das stört uns nicht. Wir suchen uns einfach was Kleines, wo wir dann die Nacht überbrücken können. Denn morgen wird erst interessant, wenn die Händler neue Angebote haben. Da suchen wir uns was Schönes raus mit ein bisschen Glück. Und dann gehen wir los.
Dann machen wir eine Mischung aus. Ich loote. Ah, dich habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Mr. Biker, wir sind in deinem Revier. Andere Frage. Wo fährst denn du jetzt gerade hin? Jetzt sehe ich gerade auf der Map meine Symbole nicht mehr. Dickerle. Schauen wir auf den Kompass. Wir müssen darüber. Wir sind jetzt gleich an dem Spot, ne? Oh, guck mal, hier ein Coyote. Ich hoffe, der liegt jetzt nicht ganz oben, der Loot. Ich hätte ihn schon gerne geholt. Wer weiß, was drin ist. So. Müsste jetzt jeden Moment gleich vor uns auftauchen. Da vorne ist auch wieder eine Straße. Alterle. Hier ist fast so wie im zerstörten Biome. Ey, das ist furchtbar, da querfeld einzufahren, ne? Schöne Geschichte. Das Tolle ist ja, nach diesem Biom erwartet uns mal wieder ein bisschen grüne Phase. Und dann kommt schon wieder der Schnee. Achtung, das ist Wasser. It's water. Ja, guck mal an, das müsste jetzt hier irgendwo gleich kommen. So, denn. Ja, da zeigt es mir schon an auf der Map. Das ist natürlich cool. Ich habe aber das Gefühl, der liegt oben irgendwo. Oh, der liegt oben. Die Frage, mal gucken, ob du da vorne hochkommst. Ja, sieht so aus, als ob ich hochkäme auf die Ebene. Naja, nicht wirklich. Ich kann es mal probieren, ob ich da hinten mit C vielleicht mich hochflitschen kann. Komm, probier's. Ja, das schaffst du. Das schaffst du. Kostet ja nur einen Haufen Sprit. Alter, komm, zieh das Ding durch. Das kann doch nicht sein jetzt. Ja. Jawohl, das sagt mal einer, das Minibike taugt nichts, ne? Schön. Hier ist die Kiste. Schön abgestellt. War das eine Schlange? Gezischt hat's, ne? Die wird nicht schon. Weiß halt auch nicht. Natürlich hat sie hier und da ein paar bessere Werte. Mehr Platz habe ich hier. Das war jetzt nicht so meins. Okay, meine Lieben, dann geht's weiter. Erstmal würde ich sagen, machen wir das Symbol weg. Und dann würde ich beim nächsten Händler schon mal direkt gucken, ob ich Muni kriege, ne? Ja. Wir sehen uns gleich bei unserem Händler Nummer 1. Wir fahren die beide kurz ab, damit wir auf der sicheren Seite sind, dass wir das mit der Munition ordentlich gemacht haben. Und dann gehen wir in die Siedlung, weil ich habe jetzt keine mehr gefunden auf dem Weg. Dann gehen wir in die Siedlung, die wir mal von Weitem gesehen haben. Eine etwas größere Wüstensiedlung. Und da würde ich dann tatsächlich anfangen, unseren 7-Tage-Zyklus durchzuleben. Auch wenn wir Nomaden sind, fühlt es sich doch ein bisschen nach Heimat an mittlerweile, wieder in einem Gebiet zu sein, in dem wir schon mal waren und uns auch aufhalten dürfen jetzt. Mittlerweile merke ich auch hier die Hitze tatsächlich. Also müssen wir auch mal gucken, wie wir das anstellen. Ich würde sagen, wir gehen kurz zum Händler rein, machen gar nicht lange rum, weil, wenn er jetzt das Motorrad hat, ist es ja morgen weg wegen dem Reset. Ich schaue nur nochmal, ob die Resets übereinstimmen und dann kaufen wir uns Munition raus nach Möglichkeit und dann hauen wir direkt ab und gucken, dass wir in die Siedlung kommen. Ah, und hier waren wir schon. Der ist natürlich noch leer, ist klar. Ja, super, absolut cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Hello, Traveler. Traveler. Darf ich dein Inventar sehen? Ich gucke da gar nicht hin am besten. Außer auf Munition. Ah, der hat natürlich mein Munitionszeug da. Sehr geil. Dann kaufe ich da schon mal welche. Oh, jetzt haben wir kein Geld mehr. Ich habe gar nicht so richtig drauf geachtet, wie wenig Kohle ich habe. Ach, ist das übel. Und Schrotflintenmuni. Aber... wir haben ja noch einen Händler. Ich brauche ein bisschen Shotgun-Muni, ne? Hey, fahren wir jetzt gemeinsam rüber. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich die Siedlung nochmal wieder finde. Der zweite Händler war in die Richtung, ja? Schöner, interessanter Biomwechsel. Hier fahren wir jetzt hin. Und ich glaube, die Siedlung nehmen wir. Da sind wir auch nah im grünen Biom. Aber die ist recht weit weg vom Händler, ne? Wir machen es anders. Jetzt gehen wir kurz das Angebot durchschauen. Dann fahren wir in unsere alte Siedlung, an unserem alten Lagerplatz vorbei. Gucken, was da noch rumliegt. Und dann würde ich morgen schauen beim Händler, gibt es was Geiles oder nicht. Wenn es nichts Geiles gibt, dann fahren wir in die Siedlung hoch. Verbringen da ein, zwei Tage in einem größeren Gebäude mal oder so. Und dann können wir immer noch lieber einmal zum Händler fahren. Dann stationiere ich mich gar nicht bei dem, weißt du? Das muss man mal ein bisschen anders haben. Jo gut, der Übergang hat jetzt tatsächlich wieder seine Zeit gebraucht. Ich habe aber alles sortiert. Wir haben alles wieder dabei. Wir sind da. Jo, ist alles gut. Fahren wir dann in die Siedlung hoch, sodass wir die Horde nach ganz nah am grünen Biom schon verbringen eigentlich. Dann können wir einfach übersetzen. Dann würde ich mich da wahrscheinlich stationieren und nur ein, zwei Ausflüge zum Händler machen und nicht jeden Tag.
Machen wir halt mal missionsfreies Looten. Ist genauso spaßig. Ach, wie schön. Habe ich ganz vergessen. Ich muss ja tanken. So, getankt ist. Fahren wir mal kurz drin. Viel Geld habe ich halt nicht mehr, ne? Wenn der jetzt Shotgun-Muni hat. Ist aber schön, dass wir hier schon mal waren. Und hier hatten wir doch auch unser Zeugs deponiert, ne? Ja, guck mal. Altes Brot ist noch da, schimmliges. Ich weiß nicht mehr, was ich alles hier gelassen habe. Zement haben wir hier gelassen. Warum Zement? Warum nur Zement? Was war hier noch? Die war kaputt und leer. Da habe ich nichts im Mülleimer drin gehabt, gell? Den habe ich noch nicht mal glutet, so wie es aussieht. Alles klar, alles klar. Da war aber bestimmt auch noch irgendwo eine Kleinigkeit. Hier vielleicht? Nö, so viel habe ich gar nicht da gelassen. Ich nehme mal an, unten in unserem Lager, ne? So, jetzt hole ich Shotgun-Muni, wenn der welche hat. Waren das immer schon nur Frauen? Steht doch jetzt ein anderer, ne? Ich sehe keine Shotgun-Muni. Ich sehe auch hier keine Shotgun-Muni. Nö. Dann muss es ohne gehen. Da würde ich jetzt auch gar nicht mehr Kohle ausgeben. Wir schauen morgen, wie gesagt, was er hat. Wenn er Motorrad hat, weiß ich schon, was ich tue die nächsten Tage. Ne? Jetzt pass auf, dann machen wir das jetzt. Ist ja auch so ein ganz kleines bisschen wie Heimkommen, wenn man schon kein Zuhause hat. Ne? Alles klar. Ob ich das nochmal wiederfinde? Jetzt gehen wir mal rein. Wir fahren einfach mal hin. Bei dem Weg kenne ich noch. Hier hat ja alles angefangen. Dubdubiduba. Dup, 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 dubiduba. Jetzt sieht man natürlich mit den Markierungen so ein bisschen blöd, ne? Ich werde zukünftig tatsächlich auch die Frames setzen, so wie ihr. Markieren wir das irgendwie mit einem Schild oder mit einem Frame, muss ich mal gucken. Weiß man denn noch, wo wir unser Lagerfeuer aufgestellt hatten? Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Irgendwo hier, glaube ich. Irgendwo da vorne links, da ist der Gebietsschutzblock, der alte. Guck mal. Guck mal, hier war's. Selbst hier ist noch Kleber drin. Ist das nicht gut? Und da haben wir doch die Werkbank gehabt, gell? Da auch noch was drin ist? Nee. Aber weißt du was? Jetzt überlege ich gerade. Hier gibt es ja bestimmt noch ein Gebäude, das wir noch nicht hatten. Da hat man die Hordenacht verbracht. Die Fabrik da gegenüber, die scheint mal ein bisschen zu groß zu sein jetzt. Komm, wir suchen uns hier jetzt ein Gebäude für die Nacht. Loot mal noch ein bisschen durch. Und dann machen wir morgen das so, wie ich es gesagt habe. Dann sind wir auf einem guten Weg, glaube ich. Komm, vorne das Türmle wäre doch cool. Lass mich mal hinfahren, ob wir da schon drin waren. Zur Not nehme ich mal so eine Farm, ist jetzt wurscht. Wichtig ist, dass wir angekommen sind, dass wir wissen, ach ja, hier war der Übergang zum Zerstörten, ich erinnere mich. Dann würde ich die Ecke hier irgendwo suchen, uns jetzt was. Buddy Green. Dann machen wir das so. Dann treffen wir uns morgen bei den Händlern um 6.05 Uhr. Dann klettern wir mal die zusammen ab. Und dann wissen wir auch, ja oder nein. Und dann gehen wir hoch in die Siedlung und fangen an. Dann richte ich mich wahrscheinlich eher in der Siedlung ein. Hier mal so ein Auto ver... Was brauche ich denn? Eine Nagelpistole bräuchte ich noch. Ja, komm her. Hier waren wir ja offensichtlich noch nicht drin. Nehmen wir das Gebäude für die Nacht. Alles klar, ist gebongt. Dann pass auf, dann machen wir mal Folgendes. Einmal die Geschichte. Ist hier noch Platz drin? Na? Hier ist kein Platz mehr drin. Doch, ein Platz wäre noch hier drin. Dann mache ich mal die Mod hoch. Dann würde ich sagen, wir essen. Das würde ich gerne behalten hier. Das alte Brot machen wir weg. Machen unsere Kohle rüber. Dann habe ich noch den hier. Den scrap ich. Die würde ich gerne verkaufen. Hätte ich klein machen sollen, habe ich vergessen. Dann scrap ich das jetzt mal. Dann ist das soweit klar. Ja, wir können jetzt halt nichts einpacken zum Looten, ne? Und jetzt hier eine Zwischenstation zu eröffnen? Ne, wir machen einfach lootfrei sauber. Ich gucke durch. Wenn da was absolut Geiles drin ist, nehme ich es natürlich mit. Da ist doch normal immer jemand, oder? Hallo? Kommst du nicht raus? Ich muss ganz kurz mal meine Tools aufbauen. Im Moment habe ich das Gefühl... Ja, da muss ich durchgucken morgen, ne? Wir brauchen ja halt bei weitem nicht mehr alles. Ich sehe meine Axt nicht, ne? Doch, da ist sie. Da ist sie. Machen wir das mal so rum. Und nachladen muss ich. Hier würde ich sagen, lade ich ein bisschen ein. Ah, herrlich. Ja, jetzt machen wir uns frei, dann hocke ich mich da hoch in der Speicher und gut ist die Geschichte. Wie kannst du hier hinstellen? Dann machen wir hier auf.
Alles klar. Wenn sie futsch ist, ist sie futsch. Da können wir natürlich benzinmäßig schon gucken. Darfst nur drauf schießen, denke ich mal. Autos abbauen müssen wir nicht, ne? Jetzt gehen wir durch. Was ist das hier? Ist das für Minis? So, Kohle nehmen wir natürlich mit. Papier lasse ich jetzt mal drin. Na, wir gucken jetzt nur grob durch, ne? Da. Hallo? Nee, das müssen wir jetzt auch nicht unbedingt. Da. Halt, Schießpulver habe ich, glaube ich, mittlerweile auch einstecken. Nehmen wir mit. Nach Möglichkeit. Den Schrank habe ich nicht durchsucht. Normalerweise sind sie da auch gern mal oben, gell? Hier ist alles gut, dann mach ich wieder dicht. Wir gucken die Kisten schon durch, würde ich sagen. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist mir wurscht. Hier ist ein Geheimversteck, da gucke ich auf jeden Fall rein. Zwei Taschenlampen, die können wir morgen gucken, ob ich die mitnehmen kann. Bringen ja auch einen Fuffi beim Handy. So, meine Lieben, wir sind angekommen. Das ist schön. Schaffst du das hier? Probieren wir mal. Ja, stopp. Unten die Kiste muss ich aber noch reingucken. Den nehmen wir natürlich mit. Der ist unten, gell? Muss gleich nochmal runter. Der muss eh nochmal runter. Mach das mal ordentlich weg hier. Nee, das brauchst du nicht, der da. Wenn man das geschafft jetzt hier, ist aber auch cool. Da werde ich mich wahrscheinlich aufhalten. Ist ja schlimm. Munition ist gut, das andere lasse ich da, verstopfe ich mal nur das Inventar. Ja, dann haben wir doch alles, haben wir es erledigt. Wir sind im neuen Biom, also das zweite Mal jetzt praktisch in der Wüste. Wir haben zweimal den Händler-Reset vor uns. Ich bin sehr gespannt, was wir da morgen finden werden. Dann gehe ich jetzt kurz runter, gucke noch in die Stiffkisten rein und dann ist gut. So. Ansonsten, ja, ich werde halt einfach meine Zeit jetzt da drin absitzen. Ist außen noch irgendwas Cooles? Ich muss gucken. Nicht wirklich, ne? Der Mülleimer könnte ich noch mal gucken. Oh, das sollte man mitnehmen. Ich guck gerade, ob ich noch einen Platz frei kriege. Nicht wirklich, gell? Doch, das Glas kann ich rausschmeißen. Ich mach mal jetzt den kurz weg, der nervt. So. Allerle. Ich jetzt erschrocken schon wieder. Da waren die Lampen. Das da, das sollte man auf jeden Fall lesen, würde ich sagen. Holzfäller-Zombies mit einer Feueraxt. Wenn wir im Schnee sind, oder? Ja, wenn wir im Schnee sind, können wir das gern probieren. Ich weiß nicht, wie viele der will, aber das können wir ja machen. Hier war da noch eine Kiste. Die habe ich oben durchsucht. Da waren wir auch. Da werde ich auch schlafen heute Nacht. Hier ist sie. Die will ich noch reingucken. Möglichkeit, dass die Nagelpistole drin ist vielleicht. So. Nö. Ey, aber geil, 16 Rap-Kits, da musst du auch erstmal, ne? Dann würde ich sagen, für 16 Rap-Kits verzichte ich auf... Nix, doch, auf das da. Das lerne ich jetzt ausnahmsweise, die kommen mit, alles klar. So, meine Lieben, hier verbringe ich jetzt die Nacht, wir sehen uns morgen früh. Jetzt habe ich es ja schon ein paar Mal gesagt, was ich machen möchte, dann sind wir mal sehr gespannt, was es gibt. Hier ist auch ein wunderschönes Bett für uns. Perfekt. Und guck mal, die Muni hast auch nicht durchgeschaut. So, alles klar, dann freue ich mich auf euch. Bis morgen, meine Lieben.